Schlagermauer TV. Die ultimative Antwort auf Medienlügen und Lügenmedien. Vom 7. bis 18. September 2016 fanden die Paralympics, das sind die Olympischen Spiele für Sportler mit Behinderung, in Rio de Janeiro statt. Im Vorfeld der Paralympics hatte das Paralympische Komitee IPC alle 267 russischen Athleten wegen angeblichem Staatsdoping von den Spielen ausgeschlossen. Der Ausschluss geht auf Vorwürfe des kanadischen Juristen Richard McLaren zurück, der die Untersuchung der Welt-Anti-Doping-Agentur, kurz WADA, leitete. Der US-amerikanische Journalist Rick Sterling erklärt den McLaren-Bericht wegen Mangel an konkreten Beweisen jedoch als unglaubwürdig. McLaren selbst sagte: "Wir werden keine Beweise veröffentlichen, weil wir die Quellen der Information schützen müssen." Auch das Internationale Olympische Komitee IOC warte bis heute noch auf Belege für den Vorwurf des Staatsdopings russischer Sportler, so IOC-Präsident Thomas Bach. Andreas Maurer, Mitglied des Landesvorstandes Die Linke, kritisiert diesen Ausschluss. Eine Kollektivstrafe ist eigentlich nur aus Staaten bekannt, wo keine Rechtsstaatlichkeit gilt. Genau das verurteilen wir aufs Schärfste, dass auf dem Spielfeld Weltpolitik betrieben wird. Der offensichtlich politische Entscheid des IPC scheint wieder einmal ein Versuch zu sein, einen Spaltkeil zwischen das russische Volk und den Rest der Welt zu treiben. Dass sich jedoch noch lange nicht alle Menschen gegeneinander oder gegen ein anderes Volk aufhetzen lassen wollen, zeigt eine Handgeste, die an den Olympischen Spielen in Rio 2016 vermehrt zu beobachten war. In Rio 2016 feierten viele Sportlerinnen und Sportler ihre Erfolge nicht mehr mit dem Victory-Zeichen, sondern mit einer neuen Geste. Daumen und Zeigefinger werden zusammengehalten und formen ein Herz. Das als Botschaft der Völkerverbrüderung verstandene Handherz stieß jedoch auch auf Kritik. Der deutsche Kulturjournalist Felix Scharlau zum Beispiel nannte sie eine Holzhammergeste für die hypnotisierte Masse, sowie die wohl schlimmste Volksseuche seit der spanischen Grippe. Der Holzhammer dieses Journalisten als Reaktion auf das herzvolle Handzeichen zeigt deutlich, wie wichtig diese Geste für die Völker ist. Mag sein, dass manche das Zeichen nur aus Coolness machen oder andere lediglich nachahmen. Und doch kann jeder zum Ausdruck gebrachte Wunsch nach Völkerverbrüderung als wichtiger Schritt verstanden werden. Die Völker wollen sich nicht mehr durch den Informationskrieg gegeneinander aufhetzen lassen. Der Pressekodex des Deutschen Presserates enthält 16 Ziffern, die Maßstäbe hinsichtlich der Berichterstattung und des journalistischen Verhaltens festlegen. Unter Ziffer 1 geht es um die Wahrhaftigkeit und Achtung der Menschenwürde. Wörtlich heißt es in diesem Kodex: "Die Achtung vor der Wahrheit, die Wahrung der Menschenwürde und die wahrhaftige Unterrichtung der Öffentlichkeit sind oberste Gebote der Presse." Und weiter: "Jede in der Presse tätige Person wahrt auf dieser Grundlage das Ansehen und die Glaubwürdigkeit der Medien." Einen krassen Gegensatz allein schon zu dieser Ziffer 1 des Pressekodexes erlebten die russische Journalistin Olga Skabejewa und ihr Filmteam, als sie ein Interview mit dem ARD-Journalisten und Filmautor Hajo Seppelt führen wollten. Seppelt gilt als Experte für die Dopingproblematik im deutschen und internationalen Sport. Nachdem er mit seiner ARD-Sendung Geheimsache Doping den russischen Sport sehr stark angriff, reiste die russische Journalistin Olga Skabejewa und ihr Filmteam extra nach Deutschland, um Hajo Seppelt nach den konkreten Beweisen für seine Anschuldigungen zu befragen. Hajo Seppelt wollte bzw. konnte keine stichhaltigen Beweise für seine harten Verurteilungen gegen den russischen Sport vorlegen. Stattdessen griff er die russische Journalistin und ihr Filmteam zunächst verbal und dann auch handgreiflich an. Olga Skabejewa versuchte, die Lage zu entspannen, indem sie darauf hinwies, dass es doch um ihre Sportler ginge, die durch Seppelt stark diskreditiert und von der Olympiade ausgeschlossen würden. Aber genau diese Aussage brachte dann für Seppelt das Fass völlig zum Überlaufen. Er bezeichnete das russische Team als dumm. Olga Skabejewa habe weder Freund ihres Landes noch stolz auf ihr Land zu sein, so Seppelt während seines Wutausbruches.
Da ARD-Journalist Hajo Seppelt bisher ausschließlich seine Version der Vorkommnisse in den deutschen Medien präsentieren konnte, sehen Sie nun als Gegenstimme ein Interview, das RT Deutsch mit Olga Skabeljewa führte, sowie den Mitschnitt des Interviews mit Seppelt, der russischen Journalistin und ihres Filmteams. Urteilen Sie selbst, inwiefern sich Seppelt an den Pressekodex, insbesondere hinsichtlich der Wahrhaftigkeit und Achtung der Menschenwürde, hält und als Mitprägender der öffentlichen Meinung tragbar ist. Ich kann mir wirklich nicht erklären, was so ein aggressives Benehmen bei diesem Journalisten verursacht hat. Ab einem gewissen Zeitpunkt schien mir sein Verhalten gewissermaßen nicht mehr angebracht zu sein. Ich möchte natürlich keinen verurteilen und erhebe keinesfalls Ansprüche darauf, aber es kann zu jenem emotionalen Ausbruch, der sich später in einen Skandal und dann in eine richtige Hysterie steigern sollte, gerade in dem Moment, als ich ihn bat, zumindest einige Beweise vorzulegen. Er hätte das nicht einmal sofort tun sollen, obwohl er das jetzt behauptet. Er sagte, ich hätte ihn aufgefordert, mir die Beweise sofort auf Biegen und Brechen vorzulegen. Er sagte, er hätte sie aber nicht dabei und ob es möglich wäre, wenn er sie mir am folgenden Tag bringen würde. Jetzt interpretiert er das ganz anders und in der Tat war auch alles anders. Ich fragte ihn einfach, ob es überhaupt Nachweise gibt, denn der ganze Film fußt, und das muss gerechtigkeitshalber gesagt werden, auf endlosen Vermutungen. Dort wird ständig vermutet. Er sagt, vermutlich nehmen alle russischen Sportler Doping ein. Vermutlich wird in Russland wegen Doping getötet. Und dabei zeigt er das Grab eines angeblich getöteten Menschen, obwohl die Person an einem Herzinfarkt gestorben ist, was auch sehr wichtig ist. All diese vermutlich, es scheint mir, ich fühle, ich spüre, wahrscheinlich und andere Formulierungen solcher Art ließen mich mit allem Recht fragen, sind das bloß Ihre Vermutungen oder gibt es doch irgendwelche Beweise dafür? Das versetzte ihn in Rage und er warf mir vor, dass wir wahnsinnige Propagandisten wären. Ich hatte noch aus seiner Sicht unbedacht von unseren Sportlern gesprochen. Unsere Sportler und unsere Journalisten wären keine Ausdrucksweise, erklärte Hajo Seppelt. Eben auf diese Weise entwickelte sich jener schreckliche Skandal. Es war sein schriftlich bestätigter Wunsch, sich mit uns zu treffen und zu kommunizieren. Auch zwischen den beiden Fernsehsendern wurde das Interview vereinbart. Wie es jetzt dargestellt wird, ist absoluter Quatsch. Wir verfolgen gespannt, was Hajo Seppelt jetzt anstellt. Erstaunlich ist, dass er damit aus irgendeinem Grund nicht sofort angefangen hat. Erst am dritten Tag formulierte der Fernsehsender ARD seinen offiziellen Standpunkt dazu. In den ersten zwei Tagen hatten sie sich ausgeschwiegen und Hajo Seppelt hatte geschwiegen. Erst nachher packte er aus. Er wird wohl zwei Tage lang dafür gebraucht haben, um das zu formulieren und zu begründen, was er angerichtet hatte. Die Behauptung, dass wir bei ihm eingebrochen sind, hält wirklich keiner Kritik stand. Seppelt действительно не говорит прямо, он будто бы намекает. В фильме показано кладбище, где похоронен бывший руководитель Русады Камаев. Seppelt тут же предполагает, умереть своей смертью, пусть даже больное сердце, кажется невозможно. Вы действительно считаете, что в России человека могут убить из-за Олимпийских игр? Я не знаю. Я могу вам сказать, что если вы получаете сообщение с угрозами для жизни, и вы журналист, то неважно, по какому поводу вы получили эти угрозы. Seppelt многое, кажется. Предъявлять доказательства он не считает необходимым. А вы не могли бы хоть раз показать нам эти материалы? Нет, у меня сейчас их с собой нет. Извините, меня немного удивляет то, что вы мне говорите. На интервью 5 минут без идиотских вопросов. Это цитата. Seppelt резок, заметно вздернут, но, кажется, искренне верит, что вот-вот спасет мир от российского спорта. Вы все время ссылаетесь на то, что у вас есть некие записи, но вы их не покажете. Нет, я такого не говорил. Подождите, у вас об этом говорится в фильме. Ольга, давайте-ка еще раз. Секундочку, просто чтобы мы поняли, это очень важно для нас. Вы должны это понять. Мы, возможно, не едем на Олимпийские игры. Вот именно. И не вы. Вы не имеете никакого отношения к спортсменам. Вы что, друг спортсменов? Я пытаюсь быть другом своей страны. Почему? Вы не должны быть другом своей страны. Почему нет? Потому что вы журналист. Вы должны быть независимой. Вы не понимаете свою задачу журналиста. Ваша
наша страна не должна совершенно вас интересовать. Зеппель приходит в ярость на этих кадрах. Хорошо видно, вырывает и вышвыривает за дверь микрофон. Сам берет в руки штатив и тоже выносит за дверь, при этом требуя по каким-то причинам удалить весь материал. Ольга, это не имеет никакого смысла. Вы не понимаете, что вам не нужно гордиться своей страной. Интервью окончено. Дальше начинаются откровенные оскорбления. Почему вы такой агрессивный? Потому что вы глупая. Мы глупые? Да, вы глупые. Вы российские журналисты, которые гордятся своей страной. Вы что, глупые? Вам не нужно гордиться, вам нужно быть последовательными. Уходите. Я не обсуждаю глупые вопросы. Вы погрязли в коррупции, вот в чем проблема. Вы можете показать нам запись, просто чтобы мы понимали. У меня их здесь нет, вы что, глупые? Вслед за штативом за дверь выталкивают оператора, но съемка все-таки продолжается. Хорошо слышно, главный герой президента. Stopp den Medienterror. Massenmedien, allen voran die sogenannten öffentlich-rechtlichen, gehören zu den weltweit gefährlichsten Organisationen überhaupt. Denn Mainstream-Medien sind größtenteils willfährige Handlanger von Kriegstreibern geworden. Menschenfreundlich getarnte Angriffskriege werden allem voran über sogenannte öffentlich-rechtliche Massenmedien gerechtfertigt und zugerüstet. Massenmedien tragen daher eine wesentliche Mitschuld an vielen Kriegen. Langjährige Untersuchungen haben ans Licht gebracht, dass die vielgepriesene Medienvielfalt eine einzige Täuschung der Völker ist. Der Großteil der Massenmedien liegt dazu in nur sehr wenigen Händen. Mainstream-Medien bilden insgeheim die erste und nicht etwa die vierte oder fünfte Macht im Staat. Die Medien sind in den westlichen Ländern zur größten Macht geworden, mächtiger als die Legislative, die Polizeigewalt und die Rechtsprechung. Alexander Solzhenitsyn. Klagemauer TV. Klarheit durch intelligente Analytiker. Wenig Gehörtes vom Volk für das Volk. Medienklagemauer TV. Das Internet TV. News ab 19.45 Uhr. Medienklagemauer TV ist eine Gegenstimme zu den Mainstream-Nachrichten und ermöglicht es, sich seine eigene Meinung zu bilden. Die anderen Nachrichten. Frei, unabhängig, unzensiert. Was die Medien nicht verschweigen sollten. Wenig Gehörtes vom Volk für das Volk. Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen oder von einem Sieg zu berichten? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.